Ihr Wunschbaby-Podcast. Der Podcast für die Reise zu Ihrem Wunschbaby. Alles rund um das Thema Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Lifestyle und Gesundheit. Privatdozent Dr. Dr. Michael Feichtinger und Dr. Nazira Pizzinis klären auf. Mit unserer langjährigen Erfahrung und Expertise begleiten wir Sie zu Ihrem Wunschbaby. Von uns erfahren Sie wertvolle Tipps, was Sie zur Förderung Ihrer Fruchtbarkeit tun können, und wir geben Ihnen Einblicke, wie wir Sie unterstützen können, Ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Alles zum Thema Schwangerwerden und vieles mehr rund um das Thema Kinderwunsch. Ihre Experten vom Wunschbaby-Institut Feichtinger im Interview. Frau Dr. Pizzinis, Sie sind Kinderwunschexpertin und sind immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert, wie etwa Frauen, die in höherem Alter erst versuchen, ein Baby zu bekommen, beziehungsweise vielleicht erst spät den Wunsch verspüren, Mutter zu werden. Ab welchem Alter würden Sie sagen, dass Ihre Patientinnen eine IVF-Behandlung machen und diese dann eigentlich schon sinnlos ist? Also grundsätzlich sagen wir unseren Patientinnen, unseren Paaren, die zu uns kommen, fast nie, dass eine Behandlung sinnlos ist. Man muss aber schon beachten, wann die Stimulation des Eierstocks noch Sinn macht. Und im Zusammenhang damit ist eben sehr wichtig zu wissen, dass die Eierstockreserve, also die Anzahl der Eizellen, die am Eierstock zu finden ist, mit zunehmendem Lebensalter und das in etwa ab dem 35. Lebensjahr, deutlich abnimmt. Dazu kommt die Eizellqualität, die man auch erwähnen muss. Also die Eizellqualität in jüngeren Jahren nimmt mit der Zeit ab aufgrund von fehlenden Regenerationsmechanismen an der Eizelle, was letztendlich dazu führt, dass nicht nur wenige Eizellen vorhanden sind, sondern von den wenigen Eizellen auch wenige entwicklungsfähig sind. Und das muss man mit der Patientin ganz klar besprechen, wie das in ihrem persönlichen Fall eben ist, und beachten, dass durch die alleinige Stimulation von außen keine neuen Eizellen dazukommen. Und ich glaube, das ist letztendlich gemeint, wenn man davon spricht, dass die Stimulationsbehandlung ab einem gewissen Alter nicht mehr den Erfolg bringt, wie zum Beispiel im Alter von 20, 25 Jahren. Jetzt haben Sie es eh schon ein wenig angesprochen. Man sagt, der Kinderwunsch wird bei Frauen ab 35 mehr oder weniger von Sekunde zu Sekunde schwieriger. Woran kann denn das liegen? Ja, also wirklich, wie gerade gesagt, es ist zum einen der abnehmende Pool an Eizellen. Jede Frau wird mit einer Anzahl von Eizellen geboren, die sie schon im Mutterleib hat. Etwa mit der Pubertät ist davon nur mehr die Hälfte vorhanden. Umwelteinflüsse sind auch mit zu beachten, die natürlich die Anzahl der Eizellen im Laufe der Zeit immer weniger werden lassen. Es gibt Umweltgifte, wie zum Beispiel Rauchen ist da an erster Stelle zu nennen, das sich negativ auf die Anzahl der Eizellen auswirkt. Und das 35. Lebensjahr ist eben so ein Zeitpunkt, wo man das sukzessive messen kann, und das nimmt dann stetig mit der Zeit ab. In Wirklichkeit wissen wir das auch, weil ja irgendwann im Laufe der Zeit dann auch die Menopause kommt, die sozusagen den Zeitpunkt markiert, wo der Eierstock nicht mehr genügend Eizellen produzieren kann. Frau Dr. Pizzinis, ist es Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, dass der österreichische IVF-Fonds Kinderwunschbehandlungen für Frauen nur bis zum 40. Lebensjahr fördert? Ja, also ich glaube, dass das eine politische Diskussion wird, die an anderer Stelle diskutiert werden sollte. Aber Tatsache ist, dass die Eierstockreserve bei der einen Frau mit 33 bereits erschöpft sein kann. Bei der anderen Frau ist durchaus eine gute Stimulationsfähigkeit noch mit dem 42. Lebensjahr gegeben. Also insofern glaube ich, angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen, dass wir Frauen ja generell später Kinder bekommen, ist es hier an der Zeit, die Diskussion vielleicht neu zu führen. Sie sind jetzt noch beim Alter oder generell beim Alter. Würden Sie sagen, spielt das Alter sowohl vom Mann als auch von der Frau eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Kindes oder des ungeborenen Kindes?
Also generell muss man unterscheiden, dass Frauen ja keine Regeneration, keine Neubildung haben, keine Neubildungsfähigkeit der Eizellen haben. Wie schon angesprochen, wir haben eine gewisse Anzahl der Eizellen, mit denen wir gemeinsam altern. Bei den Männern ist das so, dass nach jeder Ejakulation neue Samenzellen gebildet werden, aber nichtsdestotrotz ist die Zellvitalität mit fortschreitendem Alter etwas herabgesetzt. Und insofern spielen sowohl das Alter der Frau als auch das Alter des Mannes, zwar später, aber doch mit hinein in die Entwicklung des Kindes. Und auch wichtig sind hier, glaube ich, soziale Aspekte generell, was das später Elternwerden betrifft. Also wenn wir Entwicklung jetzt als etwas Größeres sehen wollen als die Entwicklung des Embryos auf genetisch-biologischer Basis. Jetzt haben wir das Alter vom Mann schon ein wenig besprochen, aber medizinisch gesehen gibt es für den Mann eigentlich keine Altersgrenze. Für die IVF-Behandlung meinen Sie? Ja, um Kinder zu bekommen, generell. Das stimmt, es gibt keine wirkliche Altersgrenze, weil der Mann zwar eine beschriebene Andropause hat, die sich aber nicht wirklich auf die Spermienqualität in der Art auswirkt, wie die Menopause sich bei uns Frauen auf die Eizellanzahl und Qualität auswirkt. Aber es ist trotzdem so, dass mit ansteigendem Alter des Mannes und im Speziellen ab dem 60., 70. Lebensjahr vermehrt DNA-Fragmentationen an den Spermienköpfchen erkannt werden können. Also insofern gibt es auch ein Limit, es ist nur sehr weit nach oben geschoben. Ja, jetzt zurück zu den Frauen. Nun kommt es ja hin und wieder auch vor, dass Frauen im hohen Alter oder höherem Alter unerwartet schwanger werden. Was könnte hier der biologische Grund sein, dass eine 55-Jährige plötzlich Mutter wird und eine Anfang 30-Jährige für ihr Wunschbaby alles geben muss? Ja, es ist einfach das, was die Frau subjektiv mitbringt. Ja, und es ist für uns ganz wichtig zu wissen als Reproduktionsmediziner, dass keine Frau der anderen gleicht und jede Frau ihre eigene Situation mitbringt. Für ein gesundes Kind sind unterm Strich zwei gesunde Zellen verantwortlich, die zusammenkommen, eine Eizelle und eine Samenzelle. Und wenn bei einer 55-jährigen Frau diese eine gesunde Eizelle von einer gesunden Samenzelle befruchtet wird, ist eine Schwangerschaft durchaus realistisch. Und das Beispiel, das Sie genannt haben, der Anfang 30-jährigen Frau, die vielleicht eine Erkrankung mit sich bringt, die ihr nicht erlaubt, gesunde Eizellen zu entwickeln oder diese eine gesunde Eizelle eben nicht befruchtet wird, dann ist das bei der Frau leider so, dass sie auf medizinische Unterstützung zurückgreifen muss. Ja. Vielen lieben Dank für die Informationen, Frau Dr. Bezinis. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Danke auch Ihnen. Das war ein Podcast vom Wunschbaby-Institut Feichtinger. Für weitere Informationen oder einen persönlichen Termin mit unseren Expertinnen und Experten besuchen Sie www.wunschbaby.at.